Und damit herzlich willkommen zurück zu Zungenpiercer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir uns hier ein bisschen durchgekämpft. Wir mussten ja die ganzen Zombies nochmal erledigen, um uns hier auf den Weg machen oder um uns auf den Weg zu machen, damit wir den Hebel bekommen. Und da sind wir auch schon bald angekommen. Also auf jeden Fall werden wir in den nächsten Minuten den Hebel finden. Ui. Wollte doch eigentlich ein bisschen sparsamer umgehen mit der Munition, aber jetzt haben wir gerade schon wieder so viele gefunden. Na, und den können wir leider nur da. Das geht gar nicht anders. Ah, schön, dass wir eine Taktik herausgefunden haben, wie wir die Polizeibeamten am besten hier beiseite schaffen. Mal nett formuliert. Gut, dann lasst uns hier noch schnell die Zombies killen. Und dann geht es auf zum Hebel. Und wehe, der Hebel ist dort nicht. Wäre zwar auch nicht so schlimm, dann haben wir zumindest eine ganze Menge eine ganze Menge Erfahrung gesammelt, wollte ich sagen. So, also wir müssen wahrscheinlich hier hinein. Kommen wir hier raus? Oh, Essen. Ja, Essen nehmen wir uns noch schnell mit. Alter, bin ich gerade erschrocken. Man sieht es wahrscheinlich schön auf der Facecam. Ich habe sie gerade nicht vor mir. Ich kann mir leider nicht selber zugucken, aber dann im Nachhinein gucke ich es mir mal an. Oh, Leute, ey. Damit habe ich... was ist denn hier los? Nein. Ein Polizei-Zombie. Nein. Warum schießt der nicht? Wir haben doch noch einen Schuss. Jetzt. Mann, was ist denn hier los? Ich wollte doch nur mal in Ruhe ein bisschen Essen aufsammeln. Ja, geil. Jetzt haben wir keine Munition mehr. Die kloppen wie verrückt gegen die Tür da hinten. Also wir haben schon noch, aber nur Pistolenmunition. Ach, Mensch. Hätten wir mal so eine Granate mitgenommen. Die wäre gerade ziemlich geil gewesen. Bin mir nicht sicher, ob ich die jetzt aufmache. Ich glaube, hier sind auch ein ganz paar Schnelle dabei, ne? Ey! Mann, der hat die Hälfte der Schüsse nicht mal getroffen. Okay, so geht's auch. Dann kassiere ich jetzt lieber erstmal ein bisschen Schaden. Pillendöschen haben wir ja genügend dabei. So, gut, dann lasst uns hier mal noch schnell was aufsammeln. Machen nochmal schnell die Tür zu, damit ich mich nicht nochmal so erschrecke wie gerade eben. Ach, dieses Klopfgeräusch. Nee, das müssen wir erstmal ausschalten, das nervt mich. Es ist da oben, dann gehen wir einfach weg davon. Ah, oh, schön, wie es leiser wird, oder? So, Kotzbrocken kriegt erstmal einen auf den Kopf. Ey, Kotzbrocken! Mensch, die wollte den Zungenkuss, habt ihr das gesehen? Zungenkuss-Piercer. Neues Game. Schlechter Witz. Okay. Ja, kommt doch alle her. Wir müssen auch gleich mal noch was trinken. Och nein. Bitte kein Polizeizombie. Also Schildzombie meine ich. Wir müssen anscheinend wirklich nur auf die Füße schießen. Hey, das klappt doch eigentlich ganz gut so. Nein, keine Muni. Nein. Ah, jetzt hat er uns. Ach, die hasse ich, die Typen. Und da drüben kommt noch ein Schneller, natürlich. Jetzt stirbt doch. Hey, wir müssen uns erst um den Schnellen kümmern. Also ich glaube, ich bin ein bisschen zu übermütig hier an die Geschichte rangegangen. Dadurch, dass es in letzter Zeit ja alles so am Schnürchen lief, dachte ich mir, komm. Voll auf Angriff hier, aber... Jetzt haben wir. Jetzt gibt's einen auf den Kopf. Ah. Warte mal, Mitte 20 und schon Klatze. Okay. Der hat mich gerade etwas aufgeregt. Gut, hier hinten, da in dem Gebäude, da muss der Hebel drin sein. Und wehe, wenn nicht. So, jetzt trinken und essen wir erstmal. So, haben wir, wie sieht's denn aus? Ach, guck mal, wie viel wir schon verloren haben, weil wir gerade so viel Schaden kassiert haben. Das war eigentlich ziemlich dumm. Ich meine, wir haben noch eine, aber trotzdem. Ach ja, klar, jetzt sieht er uns. Und unser Baseballschläger ist auch fast kaputt. Da hätte ich gern mal wieder was anderes. Das wäre im nächsten Update sehr schön. Ich habe genug von dem Baseballschläger. Fragt mich bitte nicht nach Vorschlägen. Ich kann mal ein bisschen überlegen nebenbei. Was wäre denn nochmal cool? Baseballschläger.
Ein Dolch haben wir ja schon, aber das ist kacke. So ein richtig langes Schwert, generell, so Katana-mäßig. Das wäre auf jeden Fall witzig. Vielleicht, dass man sich dann aus dem Metallzeug so schmieden könnte. Eventuell noch einen Amboss craften. Würde ich mir machen. Oder würde ich mir craften. Und ich würde es mir damit machen. So. Ach ja. Gut, wir müssen wirklich gucken, dass wir hier mit der Munition noch zurechtkommen. Ist die schon kaputt jetzt? Die ist schon kaputt. Schade. Hey, come on. Jetzt haben wir ihn. Okay. Und es ist 17 Uhr, Mist. Wir müssen hier im Dunkeln zurück. Aber wir haben ja unseren guten Lichthut. Lampenhut. Lampenhelm. Wie man es auch immer bezeichnen mag. Ach, Mensch. Ja, jetzt kommt der Polizeizombie angelockt. Aber wir haben auch keine Nahkampfwaffe mehr, die wir hätten nutzen können. Okay, 28 Schuss noch. Es wird langsam etwas knapp. Eine Fortsetzung, ja, das kennen wir schon. Brauchen wir nicht nochmal lesen. Fortsetzung der Handlung kommt bald. Ah, Mist. Wir müssen die aber noch killen. Bleibt nichts anderes übrig. Oh nein, und wir haben keine Nahkampfwaffe, um den Kotzbrocken hier zu killen. Das ist natürlich richtig Mist. Und da ist auch noch ein Schildzombie. Ach Mensch. Okay, ging. Mit Schildzombie würde ich mich sehr ungern anlegen. Bleib ruhig dort. Und da ist ja noch einer. Sag mal, wie viele sind denn hier? Waren das beim letzten Mal schon so viele? Wir haben bloß noch 8 Schuss und keine Nahkampfwaffe mehr. Und hier ist noch ein Fettshow. Schildtyp, Polizist, Schildtyp, normaler. Shit, das schaffen wir gar nicht. Wir müssen wieder zurück. Mensch, das ist aber ärgerlich. Ich habe gar nicht damit gerechnet, aber klar. Da waren natürlich eine ganze Menge Zombies. Und hier geht auch noch ein Weg lang. Ah, da kommen wir vermutlich nicht raus. Okay. Ja, das ist sehr ärgerlich. Es tut mir sehr, sehr leid, dass es jetzt etwas langweilig wird. Oder natürlich... Nee, wir rennen nicht zurück. Der Weg ist mir jetzt zu weit. Och, ein schneller. Die letzten Schuss. Wir müssen jetzt unbedingt Munition finden. In den ersten Häusern haben wir gerade so viel Muni gefunden. Das war auch unsere Rettung. Ansonsten würden wir wahrscheinlich jetzt gerade zum Zug rennen mit einer Armee an Zombies hinter uns. Hier reingeguckt? Ja. Also wir gucken jetzt einfach die Häuser hier nochmal durch, in der Hoffnung, etwas Munition zu finden. Nein! Und wir haben nichts mehr mit dem... Können wir damit zuschlagen? Oh, wir können mit dem Hammer zuhauen. Okay, sehr gut. Wir haben noch einen Hammer. Na dann ist doch alles in Ordnung. Ja, 6 Munition für die Schrotflinte. Genau sowas möchte ich sehen. Gut, hier oben ist ruhig. Ach, und hier ist nichts drin. Und hier ist bloß eine Terrasse, ne? Da steht nichts. Verdammt, da müssen wir ins nächste Haus. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir machen mal Lichthelm an. Boah, was das für ein großer Radius ist, ne? Im Vergleich hierzu ist das schon ziemlich geil. Okay. Ja, das hier waren noch große Häuser, aber da waren auch immer so viele drin. Wir könnten uns natürlich auch da hinten reinschleichen. Und doch mal wieder die Schleichenfunktion nutzen, aber ich habe wirklich zu dolle Angst, dass uns einer entdeckt und wir uns nicht wehren können. Nein, 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 alles gut. Ich will hier nur in Ruhe einkaufen, danke. Och nein. Nee, der hat uns nicht gehört. Gut, in diesen ganzen Lebensmittelläden oder Supermärkte, ne? Mischung wäre dann Supermittel. Falls ihr euch mal fragt, wie das heißt. Da finden wir ja meistens keine Munition, sondern Nahrungsmittel. Sprich, da würde ich jetzt nicht unbedingt reingehen wollen. Aber hoffentlich nicht hier. Jawohl, da haben wir Munition. Bitte noch mehr Munition, das reicht noch nicht. Aber hey, so kommen wir doch mal dazu, eine komplette Nacht durchzuspielen. Also jetzt im Game. Ich spiele jetzt hier keine Nacht durch. Außerdem ist es gerade mal 14.10 Uhr. Das wären ja doch schon noch ein paar Stunden. Haben wir ja bis jetzt noch nicht wirklich gehabt. Wir sind nur ab und zu mal im Dunkeln ein bisschen rumgelaufen. Aber auch bloß dann immer auf dem Weg zum Zug zurück. Und Mensch, so kommen wir doch mal dazu. Und wir sind überladen. Schön. So kommen wir... Oh, Gewicht 5 Kilo. Ne? Das packen wir doch hier hoch. Ja, so kommen wir doch mal dazu, auch mal hier nachts ein bisschen rumzulaufen und die ganze Atmosphäre etwas gruseliger zu gestalten. Hat doch was.
So. Also so ein bisschen Munition wäre noch schön. Wir haben zwar schon gut was, aber vielleicht noch 10 Schrotflinten-Muni. Das würde mir schon reichen. Eine Granate? Ah, nein, bitte nicht. Ach, und jetzt haben wir alle angelockt im Haus, ne? Ach, Mist. Mist, Mist, Mist. Und ich bin schon wieder so doll erschrocken. Und überall nur Essen. Wo schlägt's denn? Hier schlägt's nicht. Naja, wir gucken noch schnell hier durch und dann. Da hatten wir nochmal 8 Muni. Sehr gut. Langsam sollte es schon fast ausreichen. Ach Mensch, die nerven mich hier oben alle. Wir verschwenden ja unsere Munition auch bloß wieder für die dann. Nee, das macht keinen Sinn. Wir gehen jetzt hier raus. Oh, scheiße. Und schön die Munition verschossen. Mann, was war richtig dumm gerade. Ach Mensch, das ist doch heute hier echt nicht mein Tag. Okay, der ist an die Tür fixiert, das geht. Boah, wie viele Schläge brauchen wir denn damit? Uiuiui. Also nicht zu empfehlen, mit der Waffe zu kämpfen. Kleiner Tipp am Rande. Ja gut, aber wir haben das große Glück, eine Granate bekommen zu haben. Das heißt, wir riskieren jetzt einfach mal alles. Und zwar wirklich alles. Laufen hier hinter, locken die Guten an, am besten gleich alle, und werfen eine Granate. Ich glaube, ein Schneller war hier hinten ja nicht am Start. Das heißt, das wäre nicht so schlimm, ansonsten müssten wir den vorab schon mal erledigen. Der Kotzbrocken, der ist ein bisschen ekelhaft, aber auch den werden wir kaputt kriegen. So, also wir müssten jetzt einmal durchrennen. Das wird jetzt ganz schön spannend hier. Komm, du auch. Alle anlocken einmal. Und dich, und dich, und Fat Show. Oh, zwei Fat Shows sogar. Ach du Scheiße. Okay. So, und jetzt sammelt euch alle mal. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen im Kreis laufen. Dass die alle ein bisschen auf... Oh, da ist ein Schneller. Den müssen wir sofort killen. So, aber so ein bisschen im Kreis laufen, dass die alle ungefähr auf selber Höhe sind. Scheiße, noch ein Schneller. Und Kotzbrocken. Ah, nein, Kotzbrocken ist auch ganz ungünstig. Okay, das ging relativ schnell. Ich weiß gar nicht, warum. So, seid ihr jetzt langsam mal alle ungefähr... Ja, das passt. Dann gibt es jetzt eine Granate. Und viel Erfolg dabei. Komm, bleibt hier, bleibt hier. Boah, na super. Es hat fast gar nichts gebracht. Wie schlecht ist die Granate denn? Fat Joe hat einen Arm verloren. Okay, den haben wir. Ach Mist, ich habe mir mehr erhofft von der Granate. Ich glaube, wir sind gerade in eine sehr, sehr beschissene Situation gekommen. Weil wir haben nicht mehr so viel Munition und gerade die Schildtypen, den weiß ich noch nicht wirklich, wie ich es machen soll. So, gut, wir machen jetzt mal diesen. Und mal diesen. Nochmal diesen. Nein, warum lebt denn der noch? Okay, jetzt haben wir... Zwei Schuss noch, die nehmen wir auf jeden Fall für Fat Joe. Dann haben wir den erledigt. Passt. So, jetzt haben wir hier noch gute 23 Schuss. Wo kam er denn her? Sind ja noch mehr? Nö. Ansonsten müssen wir uns dann gleich erstmal hier in den Laden verpissen, hoffen, dass die Tür durchhält und wir Munition dort finden. Oh, oh. Drei Schildtypen. Mist. Es wäre schlauer, wenn ich die ganze Zeit auf denselben schießen würde, aber ich weiß schon gar nicht mehr, welcher das war. Okay, wir schaffen es auf jeden Fall nicht mit der Munition, die wir noch haben. Ach, shit. Wenn hier drin natürlich ein Zombie... Da ist ein Zombie und noch einer. Scheiße. Okay, wir stehen vor einem Problem. Die Leiter kommen wir nicht hoch. Und wir haben nichts mehr, mit dem wir zuhauen können. Also wirklich gar nichts mehr, ne? Naja, den Hammer noch, aber mit dem hier so einen Zombie zu killen... Ja. Lief nicht so geil, wie erwartet. Ach Mensch, jetzt zieht sich das Ganze hier unendlich in die Länge. Aber was soll ich machen? Wir
können nur wieder ins nächste Haus. Oh nein, ein schneller. Oh, der wird unser Tod. Der wird definitiv unser Tod. Ach du Scheiße. Nein, ich möchte nicht sterben. Wir sind so gut vorangekommen hier in dem Spiel. Ich möchte wirklich nicht sterben. Was machen wir jetzt? Ach Mist. Ich brauche Munition. Ich bin natürlich wieder genau in das Haus gerannt, in dem wir schon waren und wo wir nichts mehr finden können. Ach shit. Was machen wir jetzt? Die Tür wird nicht Ewigkeiten halten. Und den vielleicht hier reinlocken könnten. Ich heile mich mal ganz schnell hoch. Wir haben so viel Gewehrmunition. Kann ich die nicht irgendwie in eine schöne Schrotflinte reinschuppen? Das wäre doch mal eine Variante. So, wir heilen uns jetzt hoch. Ach du Scheiße. Und da haben sie es geschafft. Der rennt hoch. Warum rennt der hoch? Ach du Scheiße. Wir können nur rennen. Es bleibt nichts anderes übrig. Gut, wir rennen zurück zum Zug. Oder vielleicht doch nochmal hier in ein Geschäft rein. Aber es klopft von allen Seiten. Okay, wir sind zum Glück relativ schnell, dadurch, dass wir jetzt auch mittlerweile so viel Ausdauer haben. Ach du Scheiße. Aber hier werden ja auch noch Zombies drin sein, ne? Ne, ich glaube, da bauen wir uns nur ein Grab. Oder schaufeln uns ein eigenes Grab. Scheiße, hier vorne ging es nicht raus, ne? Ne, wir müssen auf die andere Seite. Ah, nein. Weg. Weg. Nein, nein, wir müssen verschnaufen. Nein. Komm schon, lad dir. Nein. Ach Mist. Wir müssen hier wirklich schnellstmöglich weg. Der wird uns gleich einhaben. Nein, hier vorne ging's durch. Ich hab's wieder verpasst. Und zack. Und hier, Tür zu, Tür zu, Tür zu. Jawohl. Eis auf den einen hier, Tür zu. Okay. Die haben wir erstmal abgehängt. Aber das wird auch nicht Ewigkeiten halten. Ne? Wir müssen zurück zum Zug. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Jetzt natürlich die Frage, wie lange folgen die Guten uns auch, ne? Wenn die uns jetzt natürlich bis zum Zug folgen und wir am Ende im Zug stehen. Na gut, da könnten wir uns wieder Waffen craften. Das würde funktionieren. Okay, wir müssen erstmal zurück. So leid es mir tut, ich habe es versucht. Aber ihr habt selber gesehen, wir sind hier in eine ziemlich beschissene Situation gekommen. Die wünsche ich keinem Menschen da draußen. Ach, aber ein schöner Sternenhimmel. Das muss man auch mal loben. Oh nein, ein schneller. Ganz, ganz schlecht. Ah. Lauf. Warum haben die Zombies eigentlich keine Ausdauer, dass die mal verschnaufen müssen? Nein. Gibt's hier einen zweiten Eingang? Nein, hier ist nur eine Garage. Mist. Müssen wir mal gucken, ob die durch den Bus kommen. Ich hoffe nicht. Ah. Ja, das ist eigentlich unfair, dass die Zombies keine Ausdauer haben, oder? Ganz ehrlich. Kommen die hier durch? Das wäre wirklich mal interessant zu wissen. Nein, die kommen durch. Ah, nein, nein, lauf. Scheiße, warum habe ich so lange geguckt? Oh, ich glaube jetzt. Jetzt haben wir wieder Ruhe. Ach, schön. Busfahrer Manfred hat sich gekümmert. Er hat gesagt, du nicht, mein Lieblingsfahrgast, den lässt du in Ruhe. Der hat mir schon 7 Döner in den letzten 3 Wochen bezahlt mit seinen Tickets. Und hat sich drum gekümmert, ja? Also, die Moral von der Geschichte? Sei immer mit deinem Busfahrer befreundet. Oh, wo kommen denn die her? Ja, wir laufen mal außen rum. Ah, obwohl, es könnte natürlich sein, dass der Zaun wieder zu ist. Das Problem hatten wir schon mal, falls ihr euch daran erinnern mögt. Wir sollten so eine Tür vom Zug hinten offen lassen. Das wäre in der jetzigen Situation gerade gar nicht so schlecht gewesen. Mal gucken. Hoffentlich ist der Zaun noch offen. Ansonsten müssen wir wohl auch noch hier durchrennen. Aber dann haben wir natürlich die ganzen Zombies vom Zug. Und, oh, hier ist offen. Ach, geil. Ey, wir haben perfekt geparkt. Ansonsten hätte das wahrscheinlich nicht geklappt. So, oh, kurz Luft holen. Das war ganz schön stressig gerade. Wir bauen uns jetzt als allererstes mal hier einen schönen Baseballschläger. Ja, was hatte ich denn vorhin für ein Thema angefangen? Neue Waffen hatte ich angefangen. Also Katana hatte ich vorgeschlagen, das fände ich ziemlich geil. Was wäre denn noch schön? Ich meine jetzt so Nahkampfwaffen technisch. Da könnte man schon mal noch ein bisschen was machen, weil der Alu-Baseballschläger wird langsam etwas langweilig. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn euch was einfällt. Mir fällt gerade außer Katana tatsächlich nicht viel ein.
Wahrscheinlich dann alles erst, sobald ich nicht mehr Let's Playe, dann kommen wir wieder alles hoch. Oder kommen mir wieder alle Gedanken, die ich hätte jetzt gerade gebrauchen können. Wie das dann immer so ist. Dass einem Sachen immer erst im Nachhinein einfallen. Wer kennt es nicht? So, dann sortieren wir hier nochmal ein bisschen. So viel Zeit muss sein. Wo kam denn die her? Hatten wir hier nicht vorhin schon sortiert? So, die Böhnchen noch hier rein. Dann lasst uns gleich mal noch was essen. Bohnen haben wie viel? 30 gegeben, ne? Ja. Also erstmal da zweimal von. Dann haben wir 89%. Ah, das finde ich schade, dass man nicht mal die Items während dem Essen verrücken kann. So, das wieder hier rüber. Dann lasst uns mal noch was trinken. 81 Flaschen. Wir haben hier oben sogar noch zwei. Wahnsinn. Also die Kartoffelfarm hier hinten war tatsächlich völlig überflüssig. Aber sie könnte uns auch... Obwohl, nein, sie rettet uns nicht das Leben. Weil wir so oder so immer wieder neuen Loot bekommen. Das Einzige, was es uns bringt, ist, dass wir dauerhaft an einer Stelle bleiben könnten. Was uns nichts bringt, weil wir kein Haus am See bauen können. Na gut, damit sind wir hier erstmal beim Folgenende angekommen. War eine ganz schön gruselige und spannende Folge, zumindest für mich. Weiß nicht, wie es euch geht. Lasst gerne ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut.